Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Hotaro no Nikki. Im letzten Part haben wir den bösen Virus-Komposthaufen besiegt, so wie ich ihn jetzt mal nenne, der meine Klone ausgesaugt hat, um damit irgendwie zu überleben. Es wirft alles mehr Fragen auf. Und ich frage mich halt ehrlich gesagt auch noch, ob meine Klone wirklich gelebt haben oder ob das wirklich diese missglückten Versuche waren. Ich könnte mir schon vorstellen, dass sie gelebt haben, weil wozu sollten die sonst Kleidung anhaben? Irgendwie. Aber trotzdem, alles doch sehr... Ich kann mir halt vorstellen, dass dieses Vieh entstanden ist durch einen Misserfolg der Forschung des Vaters. Oder dass halt... Der Vater hat ja sowas entwickelt, so eine Art rapid wachsendes Serum. Also was halt quasi dafür sorgt, dass Pflanzen sehr schnell wachsen. Und vielleicht ist das irgendwie außer Hand geraten, irgendein Virus. Okay, jetzt glitscht es. Das Spiel glitscht. Das wiederum jetzt... Das lässt wieder vermuten, dass sich das Ganze nicht um eine reale Erfahrung handelt, sondern dass es wirklich so eine Art Komatraum ist. Warum sollte es sonst glitschen? Sonst geht es halt irgendwann ins Übersinnliche über. Und ja, ich könnte mir halt vorstellen, dass halt Mion so langsam beginnt, ihre Erinnerungen richtig zu verarbeiten, dass langsam so alles zurückkommt, alle Fragmente sich langsam zu einem Ganzen zusammensetzen. Und da ist das Licht, okay. Wenn wir jetzt in einem Krankenhauszimmer landen, wissen wir ja, was Sache ist. Aber ich vermute mal nicht, das wäre zu einfach. Zumindest wieder fröhliche Musik. Okay. Das ist interessant. Das ist genau dasselbe Zimmer, nur diesmal in richtiger Grafik. Vielleicht lag es wirklich daran, dass Mion sich nicht komplett erinnern konnte, so wirklich. Und jetzt erinnert sie es so langsam wieder. Kommt alles zurück und dadurch wird die Erinnerung klarer. Das ist ja schön. Okay. Jetzt ist natürlich die Frage, hallo Chuck, jetzt ist halt die Frage, ob ich den Fernseher anmachen kann. Nee, das geht nicht. Hundi, hallo. Oh, knuffig. Die sind sehr, sehr obstvernarrt, die Leute hier. So, hallo. Das ist wirklich sehr interessant. Okay. Hallo Papa. Moment, erstmal meine Mutter fragen kurz. Na, alles klar. Ja, die sind alle happy. Also irgendwie... Ja, ich muss mein Obst essen, das ist mir klar. Wahrscheinlich muss ich jetzt auch wesentlich... Das ist schon ein ziemlich großer Obstteller. Wahrscheinlich muss ich jetzt mein Obst essen, damit ich hier irgendwie mich... Damit ich am Leben bleibe. Ich muss mich von Pflanzensäften ernähren. Aber die haben auch alle nur Obst. Dann muss ich das hier auf den Tisch stellen, nehme ich an, ne? Die essen auch alle nur Obst. Okay. Ja, das ist natürlich gang und gäbe, dass man sich beim Essen hinsetzt. Das machen wir mal schnell. Das sind drei riesige Obstteller. Oder das sieht nur so aus. Ja, das war sehr lecker gewesen. Und ab ins Bett, okay. Sag mal, sind die auch verändert, meine Eltern? Diese drei Obstteller lassen das halt vermuten. Oder ich bin da wieder ganz auf dem Holzweg. Haben die sich auch irgendwie was eingepflanzt? Ich weiß es nicht. Okay, ab ins Bett. Man sieht halt auch durchs Fenster nichts, ne? Es könnte halt irgendwie arg in der Zukunft sein, wo schon alle Menschen tot sind. Okay. Was zur Hölle? Das hört sich an, als ob jemand irgendwie gerade zerquetscht wird oder zermatscht. Wow. Ist das jetzt wieder... Jetzt sind wieder diese Glitches da. Ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwie eine verdrängte Erinnerung ist von mir. Oh Gott, ich will irgendwie gar nicht nachsehen gehen, aber ich muss. Doch, ich will. Ich will wissen, was da passiert. Ein Ehestreit, der ein bisschen eskaliert ist. Es wird lauter. Alter. Was ist da los? Das ist echt so ein richtig ekliges Geräusch. Hallo, Mama? Papa? Was zur Hölle ist hier los? Das könnte gerade aber meine Vermutung wieder stützen, dass die beiden wirklich irgendwie sich auch verändert haben. Und nicht zum Guten. Das ist, wenn man zu viel Gott spielt. Oh wow. Was ist hier los? Irgendwie sieht das so ein bisschen aus, als ob das Ding ein Gesicht hat. Ja, wow, wie sollte ich das denn verhindern, bitte? Ja, das ist, scheint hier... Ah, oh Mann, ey. Entschuldigung dafür.
Das wird wohl jetzt Mions Erinnerungschaos sein. Sie kann irgendwie nicht mehr genau sagen, was passiert ist. Schaut euch das Ding mal an. Das sieht aus, als ob es irgendwie so eine Art missglückter Versuch ist. Okay. Gut, ich habe jetzt gewartet extra. Das heißt, ich nehme mal an, dass ich hier in das rote Zeug nicht reinlaufen darf. Das ist ja wohl klar. Und dann kommt jetzt hier so eine Art Türen-Minispiel. Sowas mache ich noch nie. Okay, da muss ich jetzt aufpassen. Also, von da oben bin ich gekommen. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Links oder rechts? Hi, Chuck. Nee, ich glaube, ich gehe mal links. Okay. Ich folge jetzt mal den Glitches. Ne, so Speedrun-mäßig. Ist immer gut, den Glitches zu folgen. Oh, schnell, sonst kommt er mir zu nahe. Moment, halt. Bewegt er sich von mir weg? Nee. Doch, wenn ich Lumen nach links bewege. Was ist denn, wenn ich hier die versuche zu stunnen? Bringt rein gar nichts. Okay, ich könnte eventuell versuchen, den Stuhl noch irgendwie... Wisst ihr was? Ich gehe einfach erstmal durch die Tür. Gibt es hier denn ein Memory Fragment? Chapter 4. Event, okay. Event? Das gab's auch noch nicht. Stage, ja, es gibt ein Memory Fragment, aber das ist jetzt hier... Das ist jetzt so eine Memory-Geschichte. Okay, gehen wir mal da durch. Dann bin ich da. Okay. Dann hier rechts. Und da sind wieder Glitches. Ich werde mal kurz mit Umbra gucken, ob hier irgendwas auszulösen ist. Hier oben vielleicht. Oder könnte ich eventuell die Lampe runterfallen lassen, um den Schatten da zu töten? Nee, aber ich glaube, so weit läuft der auch gar nicht. Ja, dann wieder durch die Tür. Die Musik ist halt auch irgendwie sehr interessant. Hier war ich noch nicht und hier steht alles Kopf. Ja, ich glaube, jetzt ist sie völlig wahnsinnig geworden. Das Interessante ist halt auch, dass das nicht da ist, wenn ich Umbra aktiviere. So, jetzt bin ich... Oh, oh! Nein! Okay. Das sind so Sachen, die sehe ich ja vorher nicht. So, Moment, wo bin ich lang gegangen? Hier links, ja. Immer den Glitches nach. Okay. Und da ist halt auch dieses Fernsehflimmern hinter der Tür. Also das ist auf jeden Fall hier nicht mehr die reale Welt, glaube ich. Das können wir schon mal festhalten. So. Oder wir haben es mit einem Computervirus zu tun, was ich irgendwie nicht glaube. So. Jetzt rechts. Und dann müssen wir gucken. Jetzt ist doch interessant. Ich glaube, an bestimmten Stellen hier... Kann ich mich hier hinsetzen vielleicht? Hm. An bestimmten Stellen hier ist die Musik wieder zu hören, die fröhliche. So kurzzeitig aber nur. So. Dann gehen wir mal nochmal hier rein. Und dann müssen wir, glaube ich, so abwarten, dass der gerade so ist, dass wir... Moment. Also... Müssen wir mal gucken hier, wo ist er denn gerade? Setz dich mal hin hier und ich muss gucken, wo er ist. Nein, 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 ich wollte doch, dass du dich hinsetzt. Okay, alles gut. Mion ist so ungeduldig. So. Ist hier irgendwas zum Aktivieren? Das Sofa vielleicht? Nee. Recht unpraktisch, aber gut. Nee, ist das Bett. Ich glaube, sie kann sich einfach nicht erinnern, wie das hier aussah. Ah, okay, alles gut. Ich glaube, wir sind richtig. Ja, perfekt. Dann mal die Leiter nach oben. Oje. Es wird schon sehr, sehr psycho jetzt. Ich möchte auch das Memory Fragment bitte nicht. Wir sind quasi... Das ist quasi ein Memory Fragment im Memory Fragment. Könnte man sagen. So. Ich habe Moment, halt. Nein, nein, nein. Wir gucken mal erstmal, wo wir da... So, ich möchte mal erstmal kurz die Umgebung betrachten. Ich nehme mal stark... Na gut, ich weiß halt nicht, aus welcher Tür ich rauskomme. Aber es war bisher immer eine gute Idee, den Glitches zu folgen, habe ich gemerkt. Deswegen schön den Glitches folgen. So. Ah ja, okay, nee, alles richtig. Hier waren wir noch nicht. So. Vor allem, da sind auch so Fußspuren auf der Rückseite der Tür. Die sehe ich ja jetzt erst. Okay. Gut, Schalter. Was macht der Schalter? Okay. Das ist jetzt wieder das Wohnzimmer. Kiste. Wofür brauchen wir die denn jetzt? Okay, Moment. Und hier links ist... Moment, ich muss mal gerade nochmal gucken. Das hier links sah auch interessant aus. Was ist denn hier? Das ist alles auszensiert.
Das verwirrt mich ungemein. Okay. Moment, nein, wir machen das anders. Ich glaube, wir müssen einfach von hier den Schalter aktivieren, damit Mion es rechtzeitig rüber schafft. So, Moment. So. Umbra, du darfst. So. Genau. Ich glaube, das kann ich sogar noch von noch weiter machen. Ja, das geht von noch weiter. Ja. Okay. Von hier, ich meine, wir haben ja eine recht große Reichweite. So. Das ist ja recht simpel. So, andere Richtung. Und jetzt schnell, Mion. Schnell, bevor wir da in diese rote Pixelgülle fallen, die wahrscheinlich nicht unbedingt gut für die Haut ist. So, jetzt sind wir hier. Folgen wir den Oh je. Das ist jetzt halt wieder... So, also, wir gehen jetzt in die Tür, wo nicht der Stuhl ist. Um zu gucken, wo ich da rauskomme. So, da kommen wir. Hier, oh mein Gott. Macht es nicht mit mir. Oh, ich muss doch irgendwie den Überblick behalten. So. Ich gehe mal gerade nochmal zurück, nur um zu gucken, wo mich die andere Tür hinführt. Um das nochmal festzuhalten. Das ist so der übelste Brainfuck hier. Das sind die Glitches. Glitches sind eigentlich... Hier ist noch ein Schalter. Was macht der denn Schönes? Das Problem ist, es gibt halt hier immer noch Memory Fragment. Und ich kann das bestimmt auch wieder sehr leicht verpassen. So, aktivier mal. Ah! Das ist nicht gut, glaube ich. Weil ich komme da so nicht ran. Wobei vielleicht doch. Okay, Moment. Das Memory-Fragment wird aber dann da in den Abgrund stürzen, wenn ich das so mache. Okay, aber ich glaube, das war schon die richtige Idee, weil... die Kiste wird auf der Kiste gestapelt, aber... Moment, vielleicht brauchen wir auch noch eine Kiste. Ich will das jetzt erstmal so ausprobieren. So... Gucken wir mal. Wobei, nee, Quatsch, ich glaube, ich weiß. Ich glaube, wir müssen von oben runterspringen. Weil ich glaube, wenn es jetzt runterfällt, dann wird es kaputt gehen. Ich komme nur nicht dran. Dann habe ich ja eine Vermutung. Okay, wahrscheinlich müssen wir von oben runterspringen. Das wäre aber echt fies, wenn wir dann danach sterben würden, wenn wir das Fragment gesehen haben. Aber gut, probieren wir das mal. Dann muss ich aber erstmal die richtige Tür nach oben finden. Okay. Also, Mio. Das ist halt irgendwie hier so... Ich glaube nicht, dass das real ist. So. Vielleicht sind die Eltern auch irgendwie gestorben und sie hat das nicht verarbeitet und quasi dann so eine Geschichte gesponnen. Ich meine, die Japaner haben es ja gern mit solchen Geschichten, ne? Ich weiß es nicht. So, die Sache ist halt, ich muss aber... Ich darf den Schalter nicht so früh auslösen. Also, die Tür führt mich wohin? Ach, ja, super. Ja, scheiße. Das ist aber auch sowas, ne? Das kann man vorher einfach nicht wissen. Ja, wir machen einfach mal die Tür auf und hoffen, dass wir überleben. Das ist quasi... So lebe ich auch nach der Devise, ne? Man hofft immer, dass nichts hinter der Tür ist, was einen umbringt. Dass man gegen irgendeinen Schrank läuft oder gegen irgendeine Kante. Ich habe das auch sehr gut drauf, gegen irgendwelche Kanten zu rennen. Ja, seit meiner Kindheit. Wir hatten damals, wo ich noch bei meinen Eltern zu Hause gewohnt habe, so eine Treppe. Und man musste immer um diese Treppe rumgehen, um zu so einem Kleiderständer zu kommen. Zu so einer Garderobe zu kommen. Und da war unten eine Stufe, wo so eine Kante war. Ich bin immer dagegen gelaufen. Immer. Ich habe mich immer verletzt da. Und letztendlich hat mein Vater dann irgendwann gesagt, Screw, ich schleife diese Kante ab, damit er sich nicht mehr da verletzt. Und dann haben wir da echt an einer Treppenstufe so eine Runde Abschleifung, damit ich nicht mehr dagegen laufe. Ich glaube, das würde mir heute noch passieren, wenn das nicht wäre. So, jetzt müssen wir irgendwie die Tür finden, wo wir da runterfallen. So, machen wir mal die Tür auf. Die Tür führt ins Glück, ich kann es sehen. So, hier ist noch eine Kiste. Oh Gott, das ist... Okay, was ist denn hier? Hier ist ein Schalter irgendwo. Zwei Schalter sogar. Ich muss mich erstmal orientieren, wo die ganzen Türen hinführen. So, die hier führt... wieder nach oben, alles klar. Das ist schon mal eine Einbahnstraße. Was macht die Tür hier?
Ich sollte mir vielleicht irgendwie die Türen merken, die mich in den Tod führen. So, das ist hier. Und wo ist jetzt das Memory Fragment? Hier ist schon wieder eine Kiste. Aber Kisten kann ich ja nicht mitnehmen, glaube ich. Da müsste halt irgendwie was ausgelöst werden, damit ich da erstmal die Kiste reinbringen kann. Oh, wow. Okay. Nimm mal die mit hier. Ich nehme mal an, dass wir sie erstmal darauf platzieren müssen, damit die runterfällt. Das ist ja wohl schon mal klar. Dann brauchen wir halt nur noch den passenden Schalter. Halt, 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 halt. Lass liegen, so. Gut. Durch welche Tür bin ich jetzt nochmal gekommen? Ich bin mir gerade nicht sicher. So, hier. Okay. Genau. Jetzt möchte ich mal diesen Schalter auslösen. Einfach um zu gucken, ob dann die Kiste runterfällt. So. Jetzt haben wir aber zwei Schalter. Das heißt, ich werde die Kiste hier auch nochmal mitnehmen, damit man das hier... Okay. Nimm die mal mit. So, die schieben wir einmal nach hier drüben. Dann ist hier unten auch wieder... Ach so. Da kann man nochmal eine Kiste runterschmeißen. Das könnte eventuell... Nein, 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 Mion, halt. Nimm sie wieder mit. Nee, ich möchte eigentlich die Kiste. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Ich sehe das jetzt gerade nicht so gut. So. So. Wobei ich immer noch nicht weiß, was der Schalter jetzt eigentlich macht. Lass mal los. Vielleicht sollte ich nicht da drauf stehen. So, da komme ich aber so gar nicht ran. Dann wollen wir nur mit der Kiste. Alles klar. Ach, ich will jetzt wissen, was passiert ist. Das hält mich gerade nur auf. So. Dann schieb, 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 schieb. Nach oben. Dann sind unsere Äste nämlich wieder sehr hilfreich. So. Ach, ich sehe gerade einfach so schlecht. So, nach oben. Nach oben, Mion. Ach. Sie hält sie noch fest. Okay. Dann loslassen. So, und dann nach oben. Irgendwie klettert sie nicht rauf. Oder kann sie da nicht raufklettern? Moment, vielleicht von der anderen Seite. So, und hier nach oben. Jetzt ist sie raufgeklettert. Ja, das ist ein bisschen doof, wenn man das einfach nicht sehen kann. So. So. Und nach oben. Jetzt aber. Jetzt passt es. Okay. Ah, perfekt. Damit haben wir damit einen von denen schon mal ausgelöst. So, jetzt lösen wir den Schalter aus hier. Der wird wahrscheinlich... Moment, halt, das machen wir erst, wenn die Kiste oben ist. Ich denke mal, dass wir die für unten vielleicht brauchen könnten. Und ich frage mich, ob ich da dann wirklich auch stehen sollte. Ich mach's halt einfach mal. Ne, wobei, ich glaube, ich werde draufgehen, wenn ich das mache. Weil das so tief ist und ich wahrscheinlich durch eine andere Tür darunter kommen muss. So. Das hier. Ja, ich glaube, das... Ne, das müssen wir anders machen. Wir brauchen die Kiste da unten. Okay. So. Diese schattenhaften Eltern, ey. Das ist schon irgendwie heftig. So. Die schieben wir jetzt nach unten. Weil ich glaube nicht, dass wir die durch die Tür mitnehmen können, die Kiste. So, ab nach unten. Ich glaube, dass das gar nicht so verkehrt ist. Das ist halt auch wieder so interessant. Hier bei dem Fenster, ne? Da ist halt auch wieder alles verpixelt. So nach dem Motto, man soll nicht wissen, was draußen ist oder so. Oder das macht dir Angst zu wissen, was da draußen war. Ich weiß es nicht. So. Okay. Durch welche Tür waren wir noch nicht? Wo kamen wir hier nochmal raus? Waren wir hier schon drin gewesen? Dann sind wir wieder hier. So, wir brauchen aber einen Schalter, um das Ding da runterzuholen. Die Sache ist, war ich schon durch die Tür durch hier? Ich glaube, wenn die Kiste da liegt, kann ich da nicht durch. Ich möchte jetzt einmal kurz gucken, was da ist. So. Dann kommen wir hier raus. Ich glaube, so langsam habe ich das Muster jetzt gespeichert. Gut, dann lassen wir die Kiste da aber erstmal drauf. Weil wir müssen, glaube ich, irgendwie nach da unten kommen, schätze ich mal. Ja, das ist durchaus hier gar nicht so einfach. Es ist halt sehr viel Memorizen so. Gut. Okay. Die einmal nach da. Moment, halt, eigentlich müsste sie ja... Nee, Quatsch, das wird ja gar nicht klappen. Das geht ja gar nicht. Moment.
Sie muss ja nach hier, sonst fällt die fällt ja nicht runter dann. Wir müssen die hier stehen lassen. Damit, wenn es auftritt, wir sie runterschieben können. Okay. So, durch welche Tür war ich denn noch nicht? Ich habe jetzt irgendwie Angst, jetzt in eine reinzulaufen, wo ich dann sterbe und alles nochmal machen kann. Das fände ich dann irgendwie nicht so geil. So, ich weiß jetzt echt gerade nicht, welche Tür wir noch nicht hatten. Da ist nur wieder der Weg zurück zur Todestür. Gut, wir könnten halt hier versuchen, wirklich runterzugehen, aber... Soll ich das wirklich riskieren? Ich meine, wenn ich dann sterbe, dann bin ich unglücklich. Kann ich hier unten noch was auslösen? Ich werde es einfach mal probieren, glaube ich. Einen anderen Weg sehe ich jetzt nicht. Es sei denn, vorher war noch eine Tür, aber da war ja auch diese Todestür. Okay. Vielleicht mal hier. Dann kommen wir, glaube ich, wieder runter. Dann sind wir wieder hier. So, Moment. Das war, glaube ich, die Todestür hier. Hier geht's zurück. Ja, doch, ich glaube schon. Ja, genau, wir brauchen die Kiste auf jeden Fall. Damit wir die reinschieben können, damit eine dritte Kiste da ist für das Memory-Fragment. Das macht Sinn. So. Also. Ich glaube schon, dass wir da runterspringen müssen. Ich glaube, das wird sie überleben. Ich hoffe es jetzt einfach stark. Jetzt muss ich noch die richtige Tür finden. Wird es die hier? Nee, hier ist das, glaube ich, nicht. Übrigens gehört der Architekt geschlagen. Ah ne, das war wieder die Tür. Ach. Problem ist halt für mich auch, dass alles so gleich aussieht. So. Nie wieder Drogenpilze. Ich sag's euch, ich schwöre dem Zeug ab. Irgendwann ist auch mal gut. So. Hier? Genau. Ich probiere es jetzt einfach mal. Ich meine, wenn ich sterbe, dann kann ich ja immer noch bis dahin wieder schneiden. So. Wehe. Okay. So, liebe Leute, selbe Ausgangssituation. Ach, mein Gott, dauert es lange, da mal wieder hinzukommen, aber gut. Ja, und zwar hätte ich einfach nur diese Tür hier nehmen müssen. Moment. Jetzt bitte ne... Ich dachte gerade echt, die Kiste tötet mich jetzt. Das hätten wir noch nicht gehabt. Also, doch schon, Kisten haben uns schon getötet, aber... So, okay, ich nehme mal an. Jetzt ist die Frage, hier unten geht's halt dahin, wo das Memory Fragment ist. Aber ich glaube nicht, dass die Kiste ausreicht. Ich glaube, wir brauchen die andere Kiste auch noch. Deswegen gehe ich jetzt erstmal diesen Weg entlang. Ich hoffe jetzt halt nur, hier unten sind noch hier so Trollolo-Türen. Ich hoffe halt nicht, dass ich durch so eine Tür jetzt rauskomme und es quasi umsonst war. So. Gehen wir mal hier rein, dann müssten wir... Jetzt sind wir wieder ganz woanders. Okay, hier ist ein Schalter. Was macht der denn? Aha. Ja, cool, aber... Das hilft mir nichts. Weil... Es sei denn, Umbra kann so weit runtergehen. Was ich irgendwie nicht glaube. Das muss aber irgendwie so funktionieren, weil... Ich kann ja hier keine Kiste draufstellen oder so. Okay, der bleibt einfach an. Ja gut, das ist ja nicht selbstverständlich. So, jetzt sind wir... Okay, ah, die Treue-Türen. So, jetzt nicht durch die Todestür. Aber gut, das hilft mir jetzt. Das ist jetzt das Rätsels Lösung. Jetzt weiß ich, wie es geht. Weil, wenn das jetzt offen ist, dann haben wir alle Kisten für das Memory Fragment. Okay, gut. Jetzt muss ich nur noch... Ich glaube, irgendeine von den Türen war es. Irgendeine von denen ist richtig. So, weil die führen alle in den unteren Bereich. So, oh fuck. Bin ich tot? Nicht tot, aber... ich hoffe, ich komme nochmal zurück. Ich nehme mal stark an, dass die mich hier zurückführt. Weil ich brauche die Kiste. Wehe. Nee, alles gut. Alles gut, okay. Muss ich zwar nochmal eine Ehrenrunde machen, aber das ist mir dann egal. Dass ich auch genau die treffe dann. Das ist ja wieder typisch. Okay. Jetzt haben wir die richtige gewünscht. So. Kiste einmal nach unten. So. Jetzt habe ich aber irgendwie noch ein bisschen Angst, was der Schalter macht.
So, die brauchen wir aber auf jeden Fall noch, damit sich das noch weiter stapelt. So, nehmen wir mit. Und sterbe ich da bei dem... Nee, da sterbe ich nicht. Okay, da bin ich ja eben auch schon runtergefallen. So. Was macht der Schalter hier? Okay, alles klar. Dann ist alles gut. Falls der sich aber auch wieder... Nee, passt. Okay, dann kommen wir auch ins Memory-Fragment. Dann ist doch alles so aufgegangen, wie ich es mir dachte. So. Gut, die Kiste haben wir. Und die letzte ist ja noch drüben. Die können wir auch noch mitnehmen. Dann haben wir das Memory-Fragment. Was ein Pain in the Ass. Also wirklich. Ist das jetzt die hier? Es ist die Tür. Danke. Oh, wow. Mein armes Gehirn. Ich steck mir gleich Äste rein, wenn es so weitergeht. So, genau, die Kiste möchte ich nämlich. So, mal mit Mion. Und wahrscheinlich, wenn ich jetzt gleich hier runterspringe, bin ich tot. Schätze ich mal sehr stark. Das wäre ein guter Abschluss für diesen Part. Damit ich mir die Augen auskratzen kann. Ja. So. Okay. Dann mal da runter. Oh, fuck. Das ist halt wieder so interessant, ne? Hier sterbe ich nicht, obwohl das viel höher war als drüben. Das muss mir mal jemand nochmal erklären. Oder ist die Kiste so weich gepolstert? Das ist ein kleines Mini-Trampolin da drin. Wobei ich gerade auch echt ein bisschen Angst hatte, dass ich da sterbe, aber nee. Ihr seid nicht konsequent in diesem Spiel, liebe Entwickler. Ist, glaube ich, einfach Mions Überlebenswillen. Der ist jetzt stärker, weil sie weiß, dass sie das Rätsel gelöst hat. Deswegen hat sie das überlebt. Ist ja nochmal eine extra Rinde gewachsen. Nee, Mion hat heute Geburtstag und hat einen Ring dazu bekommen. Wer weiß das schon, ich laber nur Scheiße heute, das tut mir leid. Okay. So. Wir haben ja Zeit. So ist es nicht. Alle Zeit der Welt. So, gut. Rein damit. So, jetzt müsste es aber auch reichen dann. Mehr Kisten gibt es ja auch nicht. So, einmal her mit dem Memory Fragment. Puh, das muss jetzt aber auch was Gutes sein. Jetzt habe ich da so viel Arbeit reingesteckt. Jetzt erwarte ich hier aber schon ein bisschen was. So. Hui, danke dafür. Klassischer Fall von biologischem Zerfall? Alter, wieso sind die immer noch so happy? Das ist nicht normal! Ja, aber anscheinend ist er... ja, der... Was zum... Wisst ihr, ich glaube, die Eltern sind mittlerweile so... Denen ist das so scheißegal, die sehen das gar nicht mehr. Die sehen nur ihr kleines Mädchen. Die sehen nur ihr kleines, liebes, hübsches Mädchen. Und denen ist völlig egal, was... Was zur Hölle? Das ist so krank. Ah, Moment, ich muss nach oben. Weil die Eltern schon total, ja, die sind, glaube ich, schon komplett aus dem Leben. Also, die kannst du komplett wegschmeißen. Die checken gar nichts mehr. Ja, aber dann ist das... Ja, dann ist das ja so, wie ich vermutet habe. Das Experiment lief erstmal gut, aber dann ist halt... Das passiert, was halt nun mal passiert, wenn man Gott spielt. Es ist schiefgegangen. Das Experiment ist in sich zusammengefallen. Die Tür ist offen? Okay, dann geh ich mal rein. Was ist da los? Oder bin ich quasi der... Bin ich quasi die Erinnerung der Eltern und als sie gemerkt haben, dass ich nicht mehr ich selbst war, sind sie durchgedreht. Ich weiß es nicht, es ist alles so abgefuckt. Wow. Oh fuck, das ist doch die falsche Tür! Ja, okay. Aber ist ja wurscht, ihr wisst ja, wo es weitergeht. Wie, ich darf das jetzt alles nochmal machen. Ist aber egal, ich wollte den Part jetzt eh erstmal hier beenden. Wow! Das ist... Das muss man erstmal verdauen und da muss man erstmal drüber nachdenken. Aber ja, gut. Wir sehen uns im nächsten Part von Hotaru no Nikki. Bis dahin.